Ich darf Sie willkommen heißen, sozusagen von der Showseite, und hoffe, dass ich Sie in den nächsten Stunden gut begleiten werde. Der Sänger, Songwriter und Produzent, den ich als ersten Showgast hier auf der Bühne begrüßen darf, der wurde in Detroit in Michigan geboren. Aus dieser Stadt kommen unheimlich viele wirklich sehr, sehr erfolgreiche Weltstars, wie beispielsweise Lionel Richie, Diana Ross oder aber auch Michael Jackson. Alle sie haben dort in Michigan ihre Karriere begonnen. Sie haben ihn vielleicht auch schon mal gesehen bei Beverly Hills 90210, bei Melrose Place, bei Baywatch oder auch bei Emergency Room, all diesen Opera-Serien, die wir doch so ganz gerne im Fernsehen sehen. Weltweit konnte man ihn sehen bei vielen Werbungen von Ralph Lauren, da war er nämlich Model, oder Tom Hilfiger oder auch Helly Hansen, also unheimlich viel. Als letztes Engagement bekam er von Michael Jackson in seinem Musical Sisterella eine sehr große Rolle. Nun hat er den entscheidenden Schritt gewagt. Er macht seine erste Solo-CD und extra für den Verleihungstag heute, Diamant des Jahres, hat er einen Titel produziert, den wir heute im Laufe des Tages ein paar Mal gehört haben, weil wir ihn geprobt haben. Und egal, wo ich vorhin nicht vorbeigelaufen bin, immer wieder hörte ich irgendjemand summen. Ich glaube, das kann ein sehr, sehr großer Hit werden. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen ihn hier sozusagen als Premiere hören mit Give Me a Chance, Jamie Wilson.